Hallo, heute stehe ich schon wesentlich entspannter hier, denn die Sache mit dem Sommerherbeistricken hat wirklich geklappt. Es ist nämlich heute richtig schön warm und dann fühlt man sich in so einem Top auch richtig gut. Letztes Mal stand ich etwas verfroren da, glaube ich. Ja, es freut uns sehr, dass euch das Biene-Top so gut gefallen hat. Wir waren mal wieder wahnsinnig schnell ausverkauft. Wir haben nachbestellt. Das Problem ist nur, es sind einige Farben auch bei Ito ausverkauft. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich nicht genug von den Kids und ich hoffe, es ist wenigstens noch so aktuell, dass ihr euch noch ein paar bestellen könnt. Wir haben aber jetzt ganz tolle Kombinationen aus Shibuya Reed und Cohen zusammengestellt. Ihr könnt es nämlich auch super aus den beiden Garnen machen. Da gibt es ja mal wieder ganz andere Farben, wie jetzt von den vier Ito-Paketen, die wir euch zusammengestellt haben. Und wir haben natürlich gleich wieder einige Kombis für euch vorbereitet. Erstmal aus der Shibui Koan. Kim ist da auch immer so ganz schnell dabei, zack, 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 zack. Und so, oh ja, und die und die und die noch. Also ihr seht, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Was ich sehr schön finde, natürlich fange ich mal wieder mit Blau an. Das wäre die Koan in Soot, in Blueprint, in White und in dem neuen Trellis. Es ist so, ihr braucht für die beiden, also für die untere und die obere Farbe, braucht ihr jeweils zwei und die mittleren 1-1. Jetzt ist die Koan natürlich etwas teurer wie das Itogarn. Ihr könntet natürlich auch einen weglassen und nur drei nehmen und könntet dann praktisch also den Streifen machen, dann die Farbe von oben einmal kurz dazu, dann den und dann wieder die von oben. Also ihr würdet auch mit 2, 2, 1 hinkommen, wenn ihr einen Strang weniger möchtet. Also, das wäre jetzt mal die Kombi mit Blau. Dann sehr schön auch für die Lila-Fans. Ich finde ja dieses Twilight immer so schön. Das ist also Twilight mit White und muss ich mal schauen, ist es Paloma oder Lotus ist es, genau. Lotus und Ash wäre auch eine schöne Kombi. Könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr so die ruhigere Farbe als Streifen oder oben nochmal den Knaller. Finde ich also auch sehr hübsch. Dann eine haben wir gemacht, auch in diesen schönen edlen Tönen, also in dem Abyss, in Pollen, in Graphit und in Ash. Vielleicht also entweder unten mit Schwarz anfangen oder nur ein bisschen Schwarz reinbringen und das Ganze dann so oder so rum, könnt ihr euch überlegen. Dann eine hellere Variante mit diesem schönen Türkis. Das wäre jetzt also Graphit, Kret, White und Bone. Auch eine schöne Kombi. Dann nochmal die Blaufans. Und zwar Ash, White, Soot und Paloma diesmal. Und da könnt ihr euch immer überlegen, ja, erstens, wenn ihr die zwei Hauptfarben so macht oder so. Oder ja, vielleicht ist, na, was würden wir machen, Kim? Na, vielleicht so. Nee, 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 den Streifen so. Also ihr habt mal wieder eine Menge Möglichkeiten. Ich würde es fast so machen. Also, und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch aus der Shibui Reed machen. Die Koan ist ja 70% Leinen, 30% Seide. Und die Reed ist 100% Leinen. Die kennt ihr ja, ich laufe mal schnell, von unserem schönen Clara-Pulli. Und die Koan kommt übrigens so raus. Das ist das Betty-Top. Also ihr seht, auch von der Maschenprobe lässt sich das also wunderbar umsetzen. Und aus der Reed haben wir dann eben noch ein paar schöne Kombis gemacht. Das hast du wieder ausgesucht, Kim. Ja. Finde ich super schön. Das wären diese ganzen Wasserfarben. Das wäre Reed Blueprint, Pacific, Trellis und ist es White? Nee, Ivory. Auch sehr schön. Oder dann fast so. Ja. Dann können wir uns mal vergessen mit diesen ganzen Farben. Dann eine Farbe, die es hier bei der Reed gibt und bei der Koan nämlich nicht. Das ist dieses schöne Velvet. Und das finde ich passt super zusammen mit dem Pollen, mit Twilight und mit Bone. Also auch eine ganz feine Kombi. Dann muss man natürlich nochmal was mit Blau machen.
Die Sud, die Twilight, die Pollen und die Ivory. Also ihr seht, hier habt ihr noch mal viel mehr Kombinationen. Da haben wir auch noch einiges da. Und ja, vielleicht ergattert ihr ja noch eine Biene. Es tut mir leid, dass es so knapp ist, aber die Beschaffung ist im Moment echt schwierig. Aber strickt weiter, denn dann bleibt der Sommer. Bis bald.